Guten Abend und herzlich willkommen zum 140. netzpolitischen Abend an diesem erquicklich erfrischenden Dienstagabend, dem ersten im Monat. Seit 14 Jahren setzt sich die digitale Gesellschaft jetzt für netzpolitische Themen ein. Und so auch diesmal. Jedes Mal in den ersten Dienstag im Monat bringen Sie aktuelle Themen und aktive Akteure zusammen. Und die werden euch heute wieder erzählen, was so los ist. Es geht wieder um Sicherheit, und zwar nationale Sicherheit und internationale Sicherheit. Und wir fragen uns auch nochmal, dürfen Frauen eigentlich über ihren Körper selbst bestimmen? Und sollte ihnen das Internet dabei helfen oder nicht? Das sind so Themen, um die es heute gehen wird, unter anderem. Und ansonsten bedanken wir uns erstmal bei den Barbers des heutigen Abends. Das ist einmal Arti Unreal und Rumsey, die euch mit Getränken versorgen werden, dort hinten an der Bar. Und genau, ja, genau, wichtig. Verhaltenes Klatschen, ich glaube, das wird besser, je mehr ihr getrunken habt und profitiert habt von ihren Services. Und wir danken auch Silvin und Mackie, einerseits Audio- und Videomenschen, heute Abend. Dankeschön. Ja, es wird. Gut. Ja, willst du ein bisschen mehr? Könnt ihr noch einmal für den Kameramann, Videomann? Wow. Okay, und danke, das ist super. Und damit sich nachher nicht alle streiten, könnt ihr für Mackie den Tonmann auch nochmal klatschen. Der macht es nämlich auch ganz super. Dankeschön. Genau. Und wenn die Leute am Rechner sich jetzt fragen und im Stream, warum bin ich nicht live hier? Nächstes Mal Rungestraße 20, komm vorbei und saug die ganz besondere Stimmung ein, die es nur vor Ort hier gibt, auch wenn es regnet. So, jetzt einmal zur internationalen Sicherheit. International wird die Sicherheit unseres Landes im Zweifelsfall durch kriegerische Tätigkeiten wahrgenommen. Das immer mehr mit Einsatz von künstlicher Intelligenz. Zumindest wird darüber gesprochen, die einzusetzen. Was darf man, was soll man? Inwiefern kennt ihr denn künstliche Intelligenz, die im Krieg schon eingesetzt wird? Ist euch da irgendwas bekannt? Was könntet ihr euch vorstellen? Wie könnte man künstliche Intelligenz, AI, an der Front einsetzen? Fragende Gesichter. Also es geht darum, was man auch schon national machen kann in Bezug auf Sicherheit, halt aufzeichnen, welche Menschen sich wo wie bewegen, gucken, welche Muster die haben oder Drohnen, die dann bestimmen und umberechnen. Also eine Bombe wird abgeschossen, fliegt irgendwo hin, landet wahrscheinlich nicht da, wo sie soll, kann die KI schnell nochmal umrechnen, braucht nicht so lange wie ein Mensch und kann die dann viel zielgerichteter auf das Opfer werfen lassen. Aber wir merken, ich habe auch nicht so viel Ahnung davon, aber wer davon Ahnung hat, das ist Lena Rohrbach. Die wird uns gleich was darüber erzählen. Die Frage ist ja auch eine ethische und deswegen gab es letztes Jahr das Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain. Und da gab es 60 Länder, die gesagt haben, oh Mann, da müssten wir uns mal mit auseinandersetzen. Und haben sich getroffen, mehrere Tage in Seoul, und haben darüber gesprochen, was muss KI machen, damit sie militärischen Einsatz in Ordnung geht. Ups. Huch, so. Genau, und da ist eine großartige Resolution rausgekommen. Das nannten sie ein Blueprint of Action. Nachdem die sich die getroffen haben, haben sie gedacht, ja, es muss verhindert werden, dass die KI-Technologie Massenvernichtungswaffen verbreiten kann. Und es darf auch nicht so sein, dass Nichtverbreitungsbemühungen unterstützt werden oder behindert werden. Also was im Endeffekt rauskam, ist bla bla, nichts Definitives oder Konkretes. Und deshalb wird uns Lena Rohrbach jetzt mal sagen, was ein Jahr später Phase ist, welche Sachen es da gibt, wie der Stand ist, wie die Länder sich dazu positionieren. Sie ist Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter und vor allem für die Rüstungsexportkontrolle bei Amnesty International. Lena Rohrbach ist aus Florenz zu uns geschaltet und wir switchen jetzt irgendwie die Bildschirme. Huch. Und schalten mal zu ihr rüber.
Dankeschön, Lena, für deinen Vortrag bisher. Hat denn jemand Fragen dazu? Wir haben gleich eine Frage. Das Mikro hast du. Genau, Lena, ich werde für dich die Frage immer in den Computer hinein wiederholen. Na, hoffentlich. Also wenn ich an autonome oder KI in der Verteidigung oder im Krieg denke, dann denke ich nicht in erster Linie an irgendwelche Drohnen, sondern vor allen Dingen auch erstmal an irgendwelche LLMs, die Ziele auswählen. Also Stuart Baker hat mal gesagt, das ist der Direktor von der NSA oder Ex-Direktor, we kill based on metadata. Und wenn wir jetzt mal nach Israel gucken und wie die Ziele aussuchen irgendwie, dann ist natürlich die Gefahr viel größer, dass irgendwelche Large Language Models irgendwie Kommunikation abgreifen und darüber dann Ziele definieren für Bomben. So wie du nickst, hast du ihn verstanden? Ich habe es verstanden. Sehr gut. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Dann stelle ich noch mal eine Frage in Bezug auf, hörst du mich? Hallo. Okay, die Länder, die eher waffenaffin sind, wie affin sind die denn, KI überhaupt einzusetzen? Und es ist nicht so, dass wenn 2-3 Länder allein schon sagen, finde ich gut, habe ich Bock drauf, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als dass sie alle da mitziehen. Oder welche Argumente würde man haben, außer ethische?
Super, danke schön für die Information und Ansicht. Dann danke nach Florenz und dass du das möglich gemacht hast, uns heute dieses Thema näher zu bringen. Ich sehe keine weiteren Fragen oder wenn jemand will, 5, 4, 3, 2. Gut, danke schön, dann entlassen wir dich in den Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, Lena.